Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Ja, meine Lieben, ich bin es wieder und heute wieder mal im Büßerhemd. Denn wir alle sind schuldig. Man beschwert sich immer, oh, diese Lachfigur wird also gewählt auf höchsten Regierungsämtern. Wie kommt denn dann überhaupt, dass ein völlig inkompetenter Mensch, der im normalen Leben es nicht mal zum Hausmeister bringen würde, und nichts gegen Hausmeister, ja, das ist ein wunderbarer Mensch, wie kommt es, dass der eine Nation führt? Und diese ganzen Fragen, die also provokativ gestellt werden. Ja? Es muss doch eine Antwort geben. Und was ist die Antwort der meisten Menschen? Gewalt. Die sagen, jetzt habe ich mir diesen Quatsch lang genug angesehen, nun reicht's. Wir machen es nach, wie es die Franzosen in der Französischen Revolution gemacht haben oder so. Aber meine Lieben, ist das denn eine Lösung? Wir alle sind schuld, wenn man so will, an dem, was hier geschieht. Selbst jemand, der sich zurückzieht auf eine einsame Insel und dort meditiert, was ich übrigens vorschlage, ist mit involviert in dieses ganze Universum, denn das Buch des Lichts lehrt ja, dass wir alle auch physisch verbunden sind. Jetzt werdet ihr sagen, wie physisch? Ich bin hier, der ist da. Ja, ja. Aber wir sind, Buch des Lichts lehrt, wir haben auch eine Aura, eine feinstoffliche Hülle, die dann das verursacht, was man so Ausstrahlung nennt. Also, ja, der eine mehr, der andere weniger. So. Die ganze Welt ist in Äther gehüllt. Und die verdichteten Formen, so lehrt das Buch des Lichts, das sind die Mineralpflanzen, Tiere, Menschen, Engel, dann etwas verfeinerter und dann bis zu den höchsten Götterwelten und so weiter. Aber was ich damit sagen will, ist, alles, was geschieht, wir sind also intertwined, wir sind verbunden miteinander, alle. Wenn es auch so scheint, als ob da Zwischenräume sind. Es gibt keine Zwischenräume. Es gibt keine Zwischenräume. Ja? Wenn man ein Atom oder sagen wir mal das ganze Universum zusammendrücken würde, den Äther entfernen zwischen diesen physischen Partikeln, dann würde die ganze Welt in eine Handtasche passen. Das hat schon Blavatsky gesagt. Kaum jemand hat es verstanden. Meine Lieben, was ist zu tun, das ist die Frage. Was die getan haben, für Millionen von Jahren, sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, ist das die Lösung? Meine Lieben, es kommen jetzt viele rüber aus anderen Kontinenten zu uns. Erklärungen werden gegeben, wegen des Klimas, Klimaflüchtlinge oder wegen der politischen Situation. Das mag alles stimmen oder nicht. Tatsache ist, sie kommen. Das heißt, sie sind schon da. Aber es werden viel mehr kommen. Es werden 50, 60 Millionen mindestens werden nach Europa kommen. Werden ihre Kontinente verlassen. Und natürlich damit auch die Rohstoffe, die dort sind. Und die wahren Herrschenden kommen dann und nehmen sich das so ganz, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Denn die sind ja unterwegs woanders. Meine Lieben, was ist die Lösung? Glaubt ihr, ich will mich hier hinsetzen und ich habe genug Schwierigkeiten, wenn ich das sage. Viele wollen mich nicht engagieren, obwohl ich immer Nummer 1 bin in den Charts. Ich war gerade wieder Nummer 1 mit der schwarze Hemd, 40 Wochen Nummer 1. Geht auf YouTube und schaut sich an. Es ist ja okay, aber viele sagen dann, oh, der spricht gegen die Regierung. Ich spreche überhaupt nicht gegen die Regierung. Ich sage nur, das Resultat dessen, was wir durch Jahrmillionen sehen, Krieg und Frieden, Liebe, Hass, auf und runter, ist die Tatsache, dass der Mensch über den Menschen herrscht. Und das soll offensichtlich nicht sein. Wenn Liebe die Lösung der Probleme wäre, dann gibt es längst keine Probleme mehr. Die Liebe gibt es doch schon seit endlosen Zeiten, das sage ich euch hier im Büßerhemd. Wenn Hass die Lösung der Probleme wäre, Krieg, dann dürfte es auch keine Probleme mehr geben. Wir haben Kriege schon seit, Buch des Lichts lehrt, Billionen von Jahren. Meine Lieben,
Die Zeit des Umdenkens ist gekommen. Der Mensch soll nicht länger über den Menschen herrschen. Er hat so lange geherrscht. Um das zu verstehen, man muss nur lang genug das Falsche tun, um mit der Nase auf das Richtige gestoßen zu werden. Hoffentlich nicht mit dem Krummschwert und sonstigen Waffen. Ja? Meine Lieben, und darum präsentiere ich hier nicht nur die Probleme, sondern die Lösung. Das ist die Lösung. Die 10 Bände des Buchs des Lichts. Ich zeige euch mal was. Schau mal. Ich nehme das jetzt mal so brutal in die Hand. Schau mal, was das ist. Das ist die englische Urschrift, mir diktiert in Los Angeles. The Book of Light. 25, das sind jetzt zwei Originale, ja? 25 Kilo, oder 20 Kilo schwer, glaube ich, 20, so. Zigtausende von Seiten. Und übersetzt von Elke Straube in die deutschen Bände. Boah, wo sind die? Die Bände an die Wände. Guck mal da. Ah, und so weiter. Komm. Ich beanspruche natürlich nicht für mich, das geschrieben zu haben. Man hat es mir nur diktiert. Also, so genial bin ich nicht. So, muss man wieder mal. Ist mein Büßerhemd? Ja, so. Meine Lieben, das ist die Realität. Der Mensch hat lange über den Menschen geherrscht. Bis, so sagen viele, oben nur noch Lachfiguren sitzen, über die sich die Welt zwar halb totlacht, aber sie sind trotzdem da. Bis sie selber vielleicht erkennen, wir gehören nicht hierher, sondern an andere Stelle. Und meine Lieben, Deutschland wird über Europa und Deutschland natürlich hauptsächlich, wir sind ja die Hauptbezahler, wird überschwemmt werden. Das ist atlantisches Karma. Nationen treffen sich wieder. Es wird Konfrontationen der übelsten Art geben, meine Lieben. Und wenn da keine Lösung angeboten wird, dann ist es wieder so wie immer. Ja, dann kommt eine Zeit des Friedens, weil man ja erschöpft ist vom Kampf, das ist klar. Und dann geht es wieder aufs Neue los und ein neuer Krieg. Dieser zerstörerische Kreislauf kann unterbrochen werden, meine Lieben, durch die vereinende Lehre. Denn was soll sie vereinen? Wie kann eine Lehre etwas vereinen? Lehren trennen uns. Was sind Lehren? Na, Religionen zum Beispiel, religiöse Schriften, die scheinbar gegeneinander gerichtet sind oder gegeneinander interpretiert werden. Und dann sagt der eine, ich habe recht, nein, du hast recht. Die einzige Schrift auf Erden, deren Urschrift ihr gesehen habt, die behauptet, ihr habt alle recht. Das ist das Buch des Lichts. Alle anderen sagen, die Bibel ist richtig, der Koran ist richtig, Zeugen Jehova sagen dies und das und jenes. Jeder hat eine andere Meinung. Und seht mal, meine Lieben, das ist ja keine Gleichmachersache, keine eine Weltlehre oder keine neue Weltordnung. Das ist alte Weltordnung, ganz alte Weltordnung. Und die auch ganz klar sagt, man soll nicht so sehr auf das Äußere gehen, denn das ist vergänglich. Meine Lieben, der Mensch sucht doch immer nur eines. Was ist der Kern der Dinge? Was unterliegt nicht der Veränderung? Das will der Mensch wissen. Was ist überhaupt der Sinn? Wenn ihr seht, die Frage in der Wissenschaft, der Religion, ist nur, wo kommt das alles her? Und da kommt die vereinende Lehre des Buchs des Lichts und sagt, alles entspringt dem Urgrund und kehrt wieder dahin zurück. Ist das ein Schöpfergott? Nein. Du bist Gott. Du hast dich sozusagen selbst erschaffen. Und das geht sehr wohl, denn wenn du die Religion fragst, wer hat denn euren Gott erschaffen, dann sagen die, nö, der war immer da. So, und deshalb jetzt ganz zurückgenommen, du warst immer da. Du bist zeitlos, ewig und manifestiert periodisch. Und erlebst dich dann leidvoll als vergängliche Hülle, mit der du dich identifizierst. Um das zu verstehen, muss man natürlich sich mit dem Buch des Lichts befassen. Aber ich kann euch die ganze Lehre dieses Buches in Sekunden erklären. Schau mal. Du
Du verlässt den Urgrund, stürzt dich in die Materie, ergreifst sie und dein Verlangen verursacht die Erscheinung als Mineral, Pflanze, Tier, Mensch und so weiter. Aber, weil alle diese Hüllen vergänglich sind, gehen wir mal ins Menschenreich, wird es dir wieder entrissen. Du musst es loslassen. Und da ist, die Form verändert sich, reißt sich los, wir nennen es Tod. Was machst du? Was guckst du? Ja. Ein bisschen Humor muss sein. Du ergreifst es auf neue. Und bist wieder da. Und es wird dir wieder entrissen. Und du ergreifst es wieder aufs Neue. Und bist wieder da. Es wird dir wieder entrissen. Das nennt sich Reinkarnation. Wiedergeburt. Ein Erlöster, der verstanden hat, der nicht mehr wiederkommen will, der macht jetzt, während er es ergriffen hat, überwindet er es, das Verlangen danach, er lässt los und Nirvana. Das Ende des Leidens. So funktioniert die Maschine, meine Lieben. Drei Dinge gibt es, den Urgrund, alle Wesenheiten und die Urmaterie. Und die sind genau das, was die Religionen von ihrem Gott behaupten. Unerschaffen, immer da, nichts hat sie erschaffen. Aber im Augenblick des Wiedererwachens, des Verlangens in den Wesenheiten, wagen sie den Sturz in die Tiefe, stürzen sich in die Materie, ergreifen, entsprechend ihres Verlangens oder Bewusstseinszustandes, und wieder ist die neue Form da. Und wieder identifizieren sie sich mit dem. Und wieder wird sie ihnen entrissen. Wie oft wollt ihr noch sterben? Und wenn ihr schon immer wieder sterben und geboren werden wollt, dann macht's doch richtig. Leidlos. Ohne Krieg, ohne dies und das. Es ist nicht nötig. Wir haben die vereinende Schrift des Buchs des Lichts. Sie wurde mir diktiert in Los Angeles. Zum Teil, als ich obdachlos unter der Brücke saß. Dann kam Sandra Maischberger und sagt, was machst du denn hier? Ja, sagt, du würdest es nicht verstehen und es würde zu lange dauern, es dir zu erklären. Und doch war es eigentlich einfach. Man hat mir die vereinende Schrift diktiert. Und um die zu verstehen, empfiehlt es sich auch manchmal ein bisschen Sanskrit zu lernen, das wird auch gelehrt. Im Englisch, in der englischen Originalversion wird es gerade übersetzt von einem kleinen Verlag von Elke Straube ins Deutsche. Na gut. Meine Lieben, ich habe manchmal in meinen Kommentaren, und ich wurde schon oft gesperrt von YouTube, Entschuldigung, ein bisschen extrem kritisiert, ja, und wurde oft gesperrt. Aber ich tue das doch nicht aus bösem Willen. Ich tue es doch nur, um die Schlafschafe aufmerksam zu machen, was da passiert. Und meine Lieben, die Konfrontationen werden kommen, dagegen wird das, was hier ist, ein Kinderspiel sein. Und da ist es gut, wenn alle Nationen und Völker der Erde diese vereinende Lehre haben. Natürlich greift das nicht von heute auf morgen, das ist klar. Aber fest wie ein reingerammt, wie ein Marmorpfahl, wie eine Säule, steht die Lehre. Und um sie herum werden die Konfrontationen toben, aber sie werden in Zeiten der Ruhe dann plötzlich sagen, oh, was ist das? Eine vereinende Lehre, die uns sagt, alles, was du jemand anderem antust, tust du dir selbst an. Augenblick mal. Oh. Wenn ich also jemand anders den Schädel einschlage, wird er mir eingeschlagen. Ja, was soll ich denn sonst tun? Befass dich mit dem Buch des Lichts. Liebe und Licht. Thank you.
once we were free, roaming through time and space, shining in cosmic ray, touching the sun. Nothing to fear, masters of destiny. That's what we used to be, you and I. But when karma called, we were meant to fall, 'cause we didn't obey. You